Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Und heute wollen wir mal wieder in den Dungeon gehen und ein bisschen was holen. Aber wir haben ja vorher noch ein bisschen Kohle und ich liebäugel ja momentan mit dem hier. Wobei das ehrlich gesagt eine Konkurrenz ist. Personal. Ich weiß nicht, ich kaufe mir da Konkurrenz. Ganz ehrlich, ich kaufe mir da einfach nur Konkurrenz. Wieso sollte ich das tun? Gegenstände, die in dieser Kiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70, ja. Ah, okay. Wir kaufen uns mal das Ding, ja. Da können wir das ganze Billigzeug dahin tun. Diese praktische Kasse motiviert Kunden dazu, ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 5% zu zahlen. Wollen wir das jetzt nicht anstreben? Aber ich denke mal so 5%, da sage ich nicht nein. So, okay. Wir verdienen jetzt ein bisschen mehr Geld. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal direkt wieder in... Wieso? Ach so, weil sich die Tür öffnet und schließt. Deswegen vibriert mein Controller. Ich finde das immer sehr seltsam, wenn ich an diesem Schild vorbeigehe, dass mein Controller vibriert. Ich denke, was macht dieses Schild mit mir? So, erstmal wieder in Stufe 2 kommen. Oh Gott, ich hasse euch. Oh! Mein Schwert nicht ausgerüstet. Ja, ich hasse dich. Verzieh... Such dir doch ein eigenes Leben. Lass mich in Ruhe. Ich hasse diesen Penner. Eigentlich kann ich direkt durchrushen, ne? Muss ja nicht großartig... Na gut, hier vielleicht schon. Au. Oh, kleiner Drecksack. So, wertvoll. Ansatzweise wertvoll. Ich habe mein Zeug nicht los... Na doch, habe ich. Alles gut. Ihre Körper sehen so abgenutzt aus. Ich schätze, diese Golems kämpfen hier schon seit Jahrhunderten. Was auch immer sie mit Energie versorgt, muss so gut wie niemals zur Neige gehen. Vielleicht sind das Lebewesen. Darüber schon mal nachgedacht? Oh nein. Oh, ich habe keine Tränke dabei. Ah. Okay, das ist jetzt scheiße. Einfach keine Tränke mitgenommen. Ich bin ein Nappel. Und jetzt natürlich der Tag vorbei. Großartig, großartig, großartig. Naja. Legen wir erstmal unsere Sachen hier rein. Das habe ich jetzt nicht gefunden, oder? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich das gefunden habe. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich habe das Drecksding gefunden. Wozu macht man sich die Mühe? Wozu macht man sich die Mühe, den Scheiß zu bauen, wenn man ihn noch finden kann? Ich drehe durch. Ich drehe ehrlich gesagt durch. So, ich würde gerne volle Stacks immer verkaufen. Das wäre mein Traum. Also gut, gehen wir schlafen und dann gehen wir morgen los. Also, wenn ich nicht genug Stacks zum Verkaufen habe, werde ich den Laden, glaube ich, jetzt nicht mehr öffnen. So. Ja, zumindest habe ich jetzt schon mein Schwert. Yay. Umsonst ein Schwert gebaut. Freut mich, dass ich 50 Folgen umsonst Schwertsachen gesammelt habe. Wuhu! Ist das schön. Da freut sich doch das Herz des Spielers. So, die kann ich noch nicht, ne? Ich hätte gerne 5. Wieso habe ich jetzt... Ach, egal. Keine Ahnung, wieso ich jetzt 6 habe. Ach so, weil plus 5 war. Ah, okay. Ich dachte, ich stack direkt auf 5. Naja, was soll's.
Haben wir halt 6 Tränke dabei, kann ja nicht schaden. Ich werde ja sowieso einen benutzen. So, auf ein neues. Voll verkackt, oh nein. Gerade noch. Na gut, den Loot kann ich vergessen. Wer braucht schon Loot? Ich vergesse, dass ich einfach durchrushen kann. Oh, das ist nett. Natürlich kann ich in solchen Räumen nicht durchrushen. So. Oh, na super. Der ist einfach umgefallen. Eine Truhe. Ne, du sollst nach oben schlagen. So. Gleich direkt richtig platziert. Oh, die platzieren sich richtig. Bin begeistert. Ja klar, können ja auch nicht woanders platziert werden, ne? Oh, so gefällt mir das. Wenn der einfach nicht weg kann, der Bastard. So, wo ist hier Stufe 2? Ach du Scheiße. Hey, gratis Loot. Die Gegner machen jetzt auch keinen Scheiß mehr. Die sind gut. Ich mag euch. So, bevor der Loot verschwindet. Ich möchte aber das nächste Level finden. Hier ist der Loot zu billig. Kennen wir schon. Oder so ein Portal ins andere Dungeon. Fand ich auch ganz cool. Kann ruhig mal wiederkommen. Nein. Verdammt. Kleinen Drecksviechern getroffen werden, ey. Ist das billig? Oh, aber dafür kriege ich einen Kristall. Ah, nächstes Level, ich komme. Oh. So, ich denke auch, wir werden jetzt in Zukunft, in Kürze, bestimmt auf den nächsten Boss treffen. Na super. Erstmal direkt aufs Maul kriegen. Ich kann durch Mauern schlagen, den Lappen. Oh Gott. Oh, die Mauer ist fake. Mich wundert, dass jetzt keine Mimik mehr kommt. So, was haben wir hier? Weißstein. Nein, das ist sehr ungünstig, wenn du da platziert wirst. So, du bist wertvoll. Ich weiß nicht, ob ihr wertvoll wart. Was machst du? Zerstörung, okay. Wie wertvoll wart ihr? Sehr wertvoll, okay. Nur einigermaßen wertvoll. Das weiß ich noch nicht, wie teuer. 110, 250. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 6. Okay. Tschüss. Ach, mit RB kann man... Was ist denn RB? Schnell bewegen? Hä? Check ich nicht. Egal. So. Ihr wart auch nicht so wertvoll, ne? Nö. Weg mit euch. Ja, das geht noch. Ich würde sagen, ab 100 nehme ich noch. Okay, das war noch zu billig. Ich muss ja noch den richtigen Preis rausfinden. Da war 50 zu hoch damit. Okay. Ah, die habe ich noch gar nicht verkauft. Dich nutze ich. Und euch brauche ich sowieso. Gut, dann haben wir alles ganz gut aufgeteilt. Ich möchte dich gerne noch richtig platzieren. So. Ach, hi. Du bist sowieso billig. Am Anfang hast du mir vielleicht Angst gemacht, doch jetzt bist du nichts mehr. Hau bloß ab, ey. So, schön ein paar Stöckchen eingesammelt. Ich würde es geil finden, wenn man hier noch irgendwie Level-Ups machen könnte. Aber ich glaube, das wäre zu viel gewollt. Man kann ja schon die Sachen ausrüsten. Ho, ho, ho. Mein Amulett will schon zurück. Pff, ist noch viel zu früh. Der Tag ist doch noch jung, Amulett. Fehlt doch noch die ganze...
Das war dumm. Die ganze Ebene erkunden. Oh, hier waren wir schon. Das war dumm. Wenn Dummheit weh tut, Leute. Oh, Steinchen. Oh, ich kann hier einfach durchwaschen. Ich wünsche, obwohl, ich kann hier einfach... Oh, falsche Taste. Ab in den Abgrund mit dir. Okay, war ein Versuch wert. Au. Na, Steini, kannst du nicht einfach runterspringen? Wie so ein retarded Stein, der du eigentlich bist. Komm, hier die Vase. Viel zu weit weg, ne? Komm, hier der Stein. Komm, hier die Wand. Geht doch! Ah. Ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Hier ist ein Wasserkübel. Bringt mir das irgendwas? Kann ich daraus trinken? Nö. Rein theoretisch könnten wir sogar schon Ebene 3 rein. Oh, nice. Hey, scheiß Stein. Diese Kombi ist der letzte Dreck und ich wette mit euch, dass da ist so eine billige Truhe, die mich töten will. Ich hasse dich, du. Dreckiger Abschaum. Okay, ist doch keine Truhe, die mich töten will. Oder vielleicht doch. Sie sieht schon so auffällig aus. Ja, alles gut. So, Hartstahl. So, wir haben Weißstein. Ich habe nur noch Flüche am Start. Nur noch Flüche. Das müsst ihr euch mal reinziehen. So, und irgendwas, was ich nicht weiß. Cool. Platzverschwendung. Ja, ich liebe Platzverschwendung. Easy. Hä? Sammel den Scheiß doch ein. Ich wette, der Boden stürzt ein. Das war so klar. Au. Jetzt, Drecksbastard. Komm, ab in Stufe 3. Wieso nicht? Können wir uns mittlerweile leisten. Kriegen wir auch richtig den guten Loot. Den Loot, den ich haben möchte. Oh, guck mal, ein Würmchen. Stirb, Würmchen. Ah, kriege ich hier ein Schwert, wenn ich das kaputt mache? Nein. Schau da. Oh. Eine goldene Truhe, Freunde. Nein. Dreckige Scheiße, ey. Oh, ich will diese Truhe. Ich hasse dich so sehr. Du mit deinem Pipi-Strahl. Ah. Weißt du, wenn der sich nicht immer so scheiße bewegen würde. Dafür brauche ich halt einen Bogen. Um diesen Typen richtig schön eins reinzuwürgen. Ah. Oh Gott. Okay. Der hat mir das Item auch rausgeschlagen. Wie so ein Zahn. Oh, okay. Weißt du was, Schleim? Tschüss. Du bist sowieso einzeln, auch wenn du wertvoll bist, ich weiß es. Du bist auch einzeln. So. Goldene Truhe. Was bist du denn? Golemeißel? Sende Gegenstand in gezeigter Richtung sofort in den Laden. Dann nehmen wir doch dieses Fragezeichen-Ding hier. So, was haben wir hier? Golem-Entwürfe. Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer erhältst. Ja, ich gehe jetzt eh zurück. Was haben wir noch? Nein. Bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigte Richtung zu diesem. Das ist interessant. Also rein theoretisch. Haben wir irgendwas, was richtig billig ist? Was soll... Was? Du scheiß Schleim, verzieh dich. Okay.
Wir nehmen jetzt den hier, packen den dahin, nehmen den hier, tauschen die mit dem hier aus, was natürlich nicht geht. Aber wir können das einfach so lassen. So, hier. Das heißt, das hier, diese 10 Stück werden zu dem hier. Frage, kriegen wir auch 10 von diesen Golem mit Wurf 1? Weil ich denke, die sind sehr, sehr wertvoll. Jetzt haben wir hier, Flucheffekt eines Gegners wird blockiert. Okay, brauchen wir irgendeine Blockierung des Flucheffekts? Und wie viel wart ihr wert? Sehr viel. Wie viel wart ihr wert? Nicht so viel, ne? Okay. Das Zeug verkaufe ich definitiv. Aber Rückkehr wird der Gegenstand... oh Gott, schon wieder? Dann möchte ich aber, dass diese 7 zu dem werden. Ich frage mich halt wirklich, ob es einer ist oder ob alle. Okay, dann folgendes. Du kommst drüber, du kommst drüber, du kommst drüber. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Somit wird der Fluch da aufgelöst. Ich pack dich dahin. Und dann sammeln wir die beiden ein. Okay, so viel dazu. Ich würde das eigentlich auch gerne mitnehmen. Aber ich weiß nicht, wie viel Wert der hier hat. Müsste 200 sein. Ja, du bist jetzt nicht so wertvoll. So. So, voll bepackt mit tollen Sachen. Ab nach Hause. Sehr schön den Stuff mitgenommen. Frage ist, soll ich jetzt den Laden extra aufmachen für ein paar Teile? Werden wir gleich sehen. Vielleicht gehen wir einfach nochmal in den Dungeon rein. So, genau. Gehen erstmal hier und gucken. Tatsächlich, 5. Geile Scheiße, Alter. Das Zeug ist bestimmt richtig wertvoll. Oh, schön. Okay, packen wir erstmal alles rein, was hier so reingeht. So, die kommen sowieso woanders rein. Dann packen wir dich da rein. Dich da rein, dich da rein. Okay, pass auf. Wir haben wirklich... Das Zeug... Das fliegt hier wirklich nur rum. Das können wir nicht verkaufen, ganz ehrlich. Packen wir hier mal rein. So, wir haben auch viel zu viel Zeug von dem hier. Das kann eigentlich rein theoretisch alles weg. Es müssen hier nicht Dutzende von Sachen rumfliegen, die ich nicht brauche. Okay. So, ich möchte, dass du hier verkauft wirst. Für 30? Aber die sind momentan im Trend, ne? Ich habe die noch gar nicht verkauft. Wir werden sehen. Und für dich... Weiß nicht. 2000. Das ist mir selbst ein Rätsel. So, die Kristalle kommen dann da rein. So, und dann gehen wir schlafen und öffnen erstmal den Laden und verkaufen unseren Ramsch. Und dann die schönen Bücher. Mal gucken, wie viel wir für die Bücher bekommen. Oh, das wird richtig schön. Wir werden jetzt richtig schön reich, Leute. Jetzt werden wir richtig schön reich. Wartet's ab. Und? Was sagst du zu 30? Oh, ist in Ordnung. Der Preis ist in Ordnung. So, komm, nimm den Scheiß mit. Mach mal Platz für den anderen Kram. Die Sale-Kiste ist noch momentan noch leer, ich habe keinen Scheiß dabei. Aber für den Fall der Fälle, dass ich was habe, packe ich es da mal rein. So. Selbst dafür habe ich noch gar keinen Preis. Okay, verkaufen wir erstmal die drei hier. Und das für 75. Ja, die Ramschkiste ist leer, da ist nichts drin. Ich habe momentan keinen Ramsch, tut mir leid.
Oh, Freunde. So haben wir nicht gewettet. Ich will nicht, dass alle drei jetzt unterm Preis verkauft werden. 55 habe ich das letzte Mal gehabt, ey. Ist immer noch so wertvoll. Ja gut, dann gib her, komm. Was soll's. Keiner will das Schwert haben. Ich bin traurig. Ich bin wirklich, wirklich traurig. Gut, dann, ich meine, wenn du dir das mal anguckst. Ich habe mit 55 angefangen. Ah, logisch. Also mindestens 115. Das heißt, wir sind schon bei... Wo sind wir? Oh, 150 sind wir. Wir sind bei 150, Leute. Ich habe das Ding richtig unter Wert verkauft. So. Hier habe ich noch überhaupt keinen Preis, ne? In welche Richtung bist du denn? Das ist Zeit für die Ramschkiste. Okay, dann gib mir doch mal 5 davon, 5 davon und 5 davon. So, 5. Golemmeißel, alter Schwede. 250 und das war schon billig. 300, 350, 400. Also ich würde glatt behaupten, wir sind hier bei 1000. Und hier sind wir bei locker 500. Komm, 500, gib mir die Kohle. So, ich packe auch für euch was hier rein. Hier, nehmt es. Ja, das Buch ist knapp dran. Nee, Freunde. Okay, gut. Wenn 1000 bei denen hier ein Schnäppchen ist, dann nee. Das kannst du knicken, Vibe. Das kannst du sowas von knicken. So, und das hier ist zu teuer für euch, ja? Gut, dann machen wir da 400 raus. Ja, siehste mal. Da sind wir uns einig geworden, ja? Das freut mich doch. Da kommt die Kohle reingeschippert. Yeah. So, was haben wir hier noch zum Verkauf? Wir haben hier noch Stoff am Start. Wir haben hier noch den Meißel. Wir haben 4 davon. Ja, das ist jetzt nicht die Welt. Aber wie gesagt, ich würde gerne Stacks verkaufen. Einfach, weil wir sonst zu viel verkaufen von dem ganzen Zeug. Und ich brauche unbedingt eine größere Kiste oder ein Sortieren-Button wäre auch ganz cool. Würde ich mich auch um Keks freuen. Ja, obwohl es auch kein ganzes Deck, ne? Ja, komm. Wie gesagt, ich will eigentlich nur ganze Stacks verkaufen. Das lohnt sich einfach viel mehr. Na gut, aber ein bisschen habe ich ja noch, ne? Ich glaube, hier kommen nicht so viele Helden vorbei, die gerne ein Schwert kaufen wollen. So, du bist angesiedelt. 1500. Dich habe ich verkauft für 400. Ja, den Meißel auf 500, ne? So, nehmt was ihr wollt. Es gehört euch. Plus 10, yay. Hat sie sich einfach was aus dem Ramschladen geholt. Dankeschön. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Das Problem ist, ich habe hier halt niemanden, der ein Schwert kaufen möchte. Ich denke, das müssen echt Helden sein, die reinkommen. Na gut. Wollt ihr noch in der Ramschkiste rumfummeln? 16.000 haben wir jetzt. Ja, ich denke, damit können wir einiges anfangen. Ja, also ich denke, Schwert ist für spezielle Kunden. Aber dann können wir wenigstens jetzt unseren Laden verbessern. Komm. Können wir ein bisschen mehr Lager, ein bisschen mehr hier, ne, reintun. Sehr schön. Gut, dann zum Abschluss unseren Laden verbessern. Shop.
Bitte, please. First Investment als Erfolg bekommen. Tada! Bitze, bitze. Neuer Laden. So. Was ist das? Als Straßenhändler habe ich die ganze Welt bereist, immer auf der Suche nach Objekten, die andere inspirieren. Sieh dir meine Waren an, um deinen Laden für Kunden noch attraktiver zu machen. 20.000 Wandercreme. Soll ich das machen? Soll ich ein, keine Ahnung, dass er sich einen Keks freut? Zusätzlich Platz für deine Gegenstände. Oder der Laden. Ja, weißt du was? Ich meine, komm. Das gehört zum Spiel dazu. Dieser Charakter nimmt nachts keine Anfragen entgegen. Pussy! Ja gut, dann kaufe ich mir eine bessere Truhe. Am Arsch, Junge, am Arsch. Du willst nicht mit mir handeln? Ja. Das ist nicht mein Problem. Oh, bessere Truhe, Junge. Das nenne ich eine ordentliche Arbeit. Was man erkennt, kein Unterschied. Naja, Schönheit kommt von innen, Mr. Handyman. Blitze, Blitze. So, Schrift wäre nicht schlecht, ne? Also, wir haben Leute, die auf einen Tresen starren. Ich lege etwas auf den Tresen hin. Es ist eine Urne. Sie gucken die Urne an und freuen sich und geben mir Trinkgeld. Irgendwie so ähnlich. 500. Warte. Was soll das heißen? Kommt Schnösel vorbei und kauft das Ding? Das heißt, ein normaler Opa würde das Ding nicht kaufen, ein Schnösel würde es aber kaufen. Okay, ja. Okay. Och, wie cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Na gut, gehen wir erstmal schlafen. So, jetzt haben wir noch mehr Truhen. Gut zu wissen. Gut, Freunde, das soll es auch für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und was ist das hier eigentlich für ein Büchlein? Achso, kennen wir schon. Ja, haut rein. Tschüss.